Willkommen zurück, Tovarisch, zu meinem Last of Iron 2 Let's Play Doomsday mit der Sowjetunion. Und es geht auch gleich weiter. Letztes Mal ist der Molotow-Ribbentrop-Pakt getriggert. Und wir haben unsere Armee etwas, also minimal, vergrößert. Machen hier nochmal Gegenspionage. Und da beginnt jetzt auch schon der Zweite Weltkrieg. In Europa zumindest, denn in Japan ist er schon ein bisschen länger in Gange. Wie schlägt sich Japan eigentlich momentan? Ja, geht so, stecken halt immer noch in China fest und kommen nicht wirklich weiter. Schade eigentlich. Aber umso besser kommt Deutschland in Polen voran, hat hier schon die ersten Gebiete eingenommen und Danzig gekesselt. Und wir forschen auch gleich weiter mit der fortschrittlichen Rechenmaschine. Polen rückt, fällt seinerseits hier gerade in der Slowakei ein. Deutschland rückt, steht jetzt vor den Toren Warschau. Bielstock eingenommen. Kietzschle, Premysl oder so. Ja, die polnische Armee hat keine Chance. Jetzt ist Warschau auch schon gekesselt. Warschau eingenommen und vorbei. Wir haben jetzt Ostpolen eingenommen. Haben aber, glaube ich, noch keine Korps drauf. Nein, wir haben noch keine Korps auf Ostpolen. Ostpreußen würde ich schon sagen. Jetzt aber fällt Ostpolen an die UdSSR. Da steht nochmal der gleiche Text wie beim Molotow-Ribbentrop-Pakt, also nichts Neues. Unsere Unruhe senkt sich, unsere Aggressivität steigt natürlich, da wir einfach mal Ostpolen besetzt haben. Unser Ölvorrat sinkt, weil wir den nach Deutschland geschickt haben. Das ist Teil des Abkommens gewesen. Und unser Nachschubvorrat steigt um 1000 an. Das ist sehr schön. Ferner können wir sie leider weiter verschieben und gehen wieder ein Richtung Kriegstreiber. Kavallerie wurde fertig, die können wir dann später in den besetzten Gebieten eingesetzt werden, die wir irgendwann nochmal angreifen werden. Und jetzt warten wir auf den Winterkrieg. Können wir vielleicht das Gebiet fordern? Nein, Chance 0%. Da fällt mir ein, es wäre vielleicht klüger, wenn wir schon mal das Baltikum angreifen würden, aber wir warten damit mal bis nach dem Winterkrieg. Auch wenn uns dadurch ein paar IK verloren gehen, aber das hätte ich früher dann dran denken müssen. Wenn ich jetzt die ganze Armee wieder umgruppiere, dann triggert der Winterkrieg und dann sehe ich da ganz alt aus. Der erste Mehrzweckjäger wurde geupdatet. Das ist schon mal sehr gut. Und diese Fabrik brechen wir hier ab. Flugzeuge hätten wir eigentlich auch schon viel eher bauen sollen. Aber na gut. Weil wir jetzt deutlich zu wenige haben. Da kommt dann nämlich auch schon der finnische Winterkrieg. Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Russland trat im August 31 verursachte in Finnland Aufsehen. Deutschland trat die baltischen Staaten einschließlich Finnland an Russland ab. Natürlich wurde dies alles geheim gehalten, aber mit der Zeit bekamen die Finnen von dem Ereignis Wind. Als die russische Aggression wuchs, baten die Finnen Deutschland um Hilfe und wurden abgewiesen. Die Finnen sahen sich der russischen Aggression allein gegenüber. Als Finnland der Sowjetunion verweigerte, auf ihrem Gebiet Militärstützpunkte einzurichten, annullierte diese den Nichtangriffspakt von 1932 und griff Finnland am 30. November 1939 an. Der Winterkrieg endete in einem in Moskau am 13. März 1940 aufgesetzten Friedensvertrag, wobei Südostfinnland an die Sowjetunion fiel. Wir wollen natürlich den Winterkrieg und führen ihn jetzt. Also das ist jetzt der erste Krieg hier für unsere Sowjetunion. Zunächst werden wir hier Joensuu angreifen mit Unterstützung aus Petrozavodsk. Und Kajani werden wir auch gleich angreifen mit Unterstützung aus Murmansk. Das ist wichtig, es ist Winter.
Schauen wir uns mal die Wetterkarte an. Genau, es ist weiß, es ist alles völlig vereist, außer hier Vasa und Pori. Das heißt, wir haben massive Abzüge im Angriff, deswegen müssen wir mit einer ungeheuren Übermacht angreifen. Denn neben diesen Abzügen, die wir durch Winter, durch gefrorenen Boden bekommen, da kann ich euch gleich mal jetzt zeigen, wie viel das ist. Hier ging ich nach zu schnell rum. Durch kaltes Wetter bekommen wir eine... Genau, da steht Bodenfrost, ein Abzug von 60% Angriffseffizienz, das ist extrem viel. Dann kommt unsere extrem schlechte Bodenverteidigungseffizienz noch dazu. Das heißt, wir müssen hier einfach mit einer enormen Übermacht angreifen. Entschuldigung. Deswegen steht auch meine, fast die, eigentlich die komplette rote Armee hier an der finnischen Front. Wenn ich jetzt hier testweise mal mit 30 angreife, ob das klappt, ja, klappt, wundert mich, aber liegt daran, dass hier keine Befestigungen sind. Zum Beispiel hier jetzt in Vipuri können wir auch versuchen. Das seht ihr schon, 34 gegen 7 schaffen es einfach nicht, weil hier sind Landbefestigungen von 2, die sind jetzt mal kaputt. Wir greifen über einen Fluss an, es ist Winter, es kommt halt so eins zum anderen. Aber unsere ersten Panzer wurden fertig. Die bauen wir schon mal hier an der lettischen Grenze auf. Und General Wasiljewski bekommt diese Panzer, das Kommando über diese Panzer. Das sind dann schon 6, das ist sehr gut. Da überlege ich mir noch, ob ich das vielleicht noch in Dreier-Stacks ändere, damit ich mehr Panzer an der gesamten Front habe. Aber schauen wir mal. 64 gegen 6 Divisionen. Das ist zäh, wie ihr seht, aber es klappt. Durchbruch, jetzt wollen wir in Petsamo auch noch durchbrechen hier oben. Winterkrieg wollen wir jetzt schnell hinter uns bringen. Micheli. Niederlage. Man muss wirklich jetzt hier im Winterkrieg von mehreren Seiten angreifen. Hier greifen wir jetzt mit der absoluten Übermacht aus 3 Provinzen an. Und da kommt schon das Event, Ende des finnischen Winterkriegs. Das ging schnell. Nach einem langen und brutalen Kampf brachen die sowjetischen Kräfte endlich durch die finnische Verteidigung. Finnland, eine arme Kleinmacht, wer auch immer das übersetzt hat, hatte sich tapfer geschlagen und sich weltweit großen Respekt verschaffen. Dennoch, ein verlorener Krieg war kein Sieg. Die sowjetische Führung war von einem leichten Sieg ausgegangen, hatte aber ein blutiges Patt erhalten, das nun außerordentliche Kräfte forderte. Unter solchen Umständen gaben sich die Sowjets mit dem zufrieden, was sie bereits eingeforderten hatten und verlangten nicht noch mehr. Jetzt können wir uns hier aussuchen, uns im Rahmen unserer Ansprüche zufrieden geben. Das heißt, wir bekommen hier Vipuri und Sortavala. Oder wir wollen ihn in den Sozialismus bringen. Dann bekommen wir zwar einen Interventionist dazu, aber Deutschland beendet den Nicht-Angriffspakt und das wollen wir noch nicht. Also geben wir uns zufrieden. Und die nationale Unruhe sinkt wieder um 10, das ist gut. So, und unsere Kriegsgewinne sind natürlich jetzt marginal mit 2 Provinzen, aber das passt schon. Dann verlegen wir jetzt die Armee Richtung Estland und Lettland. Bauen die dann gleich da auf, um dann in diesen Länder einzufallen. Es wurden wieder Jäger fertig, die wir schon mal in Opotschka aufstellen. Wobei, wenn wir da jetzt Krieg führen, man könnte Pech haben, lieber mal nach Demjans zurückziehen, denn sonst, wenn eine feindliche Einheit dann unsere Potschka abnimmt, weil wir nicht aufgepasst haben, verlieren wir auch die Flugzeuge, die dort auf diesem Flugplatz stationiert waren. Der nächste Panzer, der wird dann in die Vierer wandern, die dann noch jetzt strategisch verlegt werden. Nächste Technologie wurde fertig, der verbesserte Panzerwagen. Und es ist 39. Wir erforschen schon mal Atombomben. Denn wir wollen, ich will später vor den Amerikanern die Atombombe haben. Die Sowjetunion bereitet sich mal wieder auf den Krieg vor. Wir haben jetzt die Bodeneffizienz, Verteidigungseffizienz von 0,5. Das heißt, noch dreimal so ein Event und unsere Armee ist tatsächlich von den Einheiten werden so gut wie alle anderen auch. Ich kann mir hier erstmal die Armee auf. So.
Jetzt habe ich wieder Doppelklick gemacht. Aus Versehen. So, gut. Nach Grodno. Ah, da sind unsere vier Panzer. Da setzen wir dann noch den fünften dazu. Und da kommt auch schon der sechste an. Sehr schön. Dann greifen wir doch so gleich mal Lettland an. Wir kriegen dadurch 3,3 Unruhe, weil ich es verpennt habe, jedes Jahr die Slider einzustellen und Richtung Interventionist zu gehen. Aber gut, das sind halt auch nur 3,3. Also insgesamt für beide Kriege dann 6,6 Unruhe. Alles kein Problem. Dann fahren wir unsere Flotte hier raus. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt habe ich hier oben Einheiten vergessen hinzustellen. Das heißt, unsere Motorisierte muss schnell vorrücken, was sie nicht tut. Vielleicht die Panzer aus dem Süden auch nicht. Man muss wieder mit massiver Übermacht angreifen. Diese Bodenverteidigungseffizienz ist wirklich extremst ausschlaggebend für den Erfolg eines Angriffes. Mal Angriff auf Narva. Es ist außerdem wieder Winter. Halt, stopp. Wir greifen hier gleich noch Litauen an. Da müssen wir nämlich nur Kaunas besetzen, weil sonst hat Litauen keine Siegpunkte, wie ihr hier seht. Fahren wir da schnell rein. Und wir greifen Tallinn an. Jetzt wurde zwar Kingisepp erobert, aber das ist kein Problem, da Kingisepp keine Siegpunktprovinz ist. Nächstes ein Random Event mal wieder. Die Regierung verstaatlicht den Privatsektor. In einer öffentlichen Ansprache heute hat unser großer Führer seiner Nation mitgeteilt, dass keine unloyalen Elemente mehr unterstützen würde, die Vorteile zulasten der Menschen genießen würden. In einem Nebenkommentar des Regierungsdekrets Nummer 3256b haben wir gefunden, dass 16 ehemalige halbprivate Unternehmen durch das Ministerium für öffentliche Arbeitsgeizarbeit enteignet wurden. 1% mehr EK, dafür auch ein Unruhe mehr. Jetzt greifen wir hier noch Riga an, mit einer großen Übermacht, damit wir das auch annektieren können. Und die estischen Truppen marschieren auf Leningrad. Hätten sie, wenn sie das einnehmen würden, wäre das sehr schlecht, weil hier gibt es Siegpunkte, dann müsste ich sie da erstmal wieder rausprügeln, sag ich mal. Aber wir können Estland schon annektieren, denn außer der Hauptstadt gab es auch hier keine Siegpunktprovinzen. Das gleiche ist jetzt hier in Litauen der Fall. Nein, kein Frieden, hier wird annektiert. Und es ist 1940, das heißt, wir können unsere Landdoktrin weiter forschen, da wir jetzt mit Alexander Wasiljewski einen relativ guten Landdoktrinforscher haben. Außerdem haben wir auch wieder einen Luftdoktrinforscher mit Alexander Novikov. Infanterie 41 ist gerade erforscht worden, das zeige ich euch hier nochmal hier. Und könnten wir gleich bald in Serienproduktion gehen. Jetzt aber annektieren wir erstmal Litauen. Und ich denke, dann ist das hier auch eine... Die Flotte kann dann zu Leningrad. Und dann ist das hier auch, denke ich, ein ganz guter Cut, den wir hier machen können. Und nächstes Mal, denke ich, gehen wir dann in Infanterie-Massenproduktion. Wie ihr seht, Deutschland hat Polen ja erobert und wird dann auch wahrscheinlich beim nächsten Mal den Westfeldzug starten. Mal schauen, wie sie sich da schlagen. Also dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!